In der Anfangsphase gibt es aber nur Offensivszenen von den Duisburgern. Und dann ist es in der 19. Minute soweit. Kolja Busch mit diesem wundervollen Tor zum 1:0. Buadus beteiligt, aber Busch setzt sich am Ende allein gegen die Hintermannschaft der Hallenser durch. Gegen Kaiserslautern traf er. Jetzt trifft er erneut. Alle Spiele der dritten Liga live bei Magenta Sport.